Morgen. Hayret. Morgen, Baba. Gerade im Kissen. Alles, alles gut. Okay? Ja, ich hole nur kurz meine Schuhsachen. Okay. Pass auf. Ich versuche mich jetzt nicht aufzuregen. Ich gebe dir noch eine Chance. Okay. Und wir tun so, als hättest du diesen Pakt einfach gar nicht gebrochen, okay? Du musst dich einfach nur von Dennis fernhalten. Es ist eigentlich ganz simpel und einfach. Wir sind doch Schwestern. Dann sollte das doch machbar sein, oder? Elif, guck mal. Ich bin verliebt in Dennis. Verstehst du das nicht? Es tut mir leid, ich habe bei dem Pakt wirklich versucht, meine Gefühle irgendwie zu unterdrücken, aber es hat nicht funktioniert. Paula, du redest über Gefühle. Du tust so, als wärst du 40, keine Ahnung. Hör auf, du kennst ihn noch nicht mal. Weißt du, wie er ist? Du sagst doch selber, du hast Gefühle für ihn. Außerdem lass mich meine Gefühle länger. Nicht von dir verbieten. Was redest du eigentlich? Das geht nicht um Gefühle, Sophie. Du bist einfach nur egoistisch. Du merkst das nicht. Nicht erzwingen, dass er auf dich... Ich erzwinge gar nichts. Elif, ey, kommt mal wieder runter, Mädels. Was ist denn los wieder? Ey, ich will, dass hier endlich Frieden einkehrt. So geht das einfach nicht weiter. Wow, Baba. Hast du immer diesen Standardsatz? Ja, muss ich ja anscheinend, weil du nur am Streiten bist. Die ganze Zeit. Ich meine, ich verstehe das ja. In der Liebe ist es nicht einfach. Herzen werden gebrochen, Menschen werden verletzt. Das ist nun mal so. Ja. Aber ey, das kann doch mit euch nicht so weitergehen ewig. Weißt du was, Baba, dass du Philosoph warst, das wusste ich nicht. Geil. Okay, super. Ich gehe zur Schule. Danke. Wunder wegen dir, Elif. Wohin? Zur Schule? Schule. Ich habe Paula wirklich vertraut. Und was hat sie gemacht? Sie ist mir einfach in den Rücken gefallen und hat sich null für meine Gefühle interessiert. Sie hat einfach den Pakt gebrochen. Ich wusste, sie muss dafür büßen. Ey, ohne Spaß, ne? Diese Party heute wird ja so krass. Du hast keine Ahnung. Timon gibt sich immer voll Mühe bei seinen Partys. Hallo, kannst du mich mal angucken? Ja, Mann, Emma, ich glaube, ich werde nicht hinkommen, okay? Wie, du kommst nicht dahin? Guck mal, wie die rumturteln. Stell mal vor, ich muss mir das jetzt noch auf der Party reinziehen. Nein, danke. Dein Ernst jetzt? Ja, mein Ernst. Ich habe keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, du kommst selbstverständlich mit, weil ich gehe da nicht alleine hin. Also kommst du mit mir dahin. Und wenn einer nicht dahin kommt, dann Paula. Und ganz ehrlich, dann geh zu Paula und sag ihr, die soll da nicht hinkommen. So, und... Das ist das Mindeste, was sie für dich machen kann, ganz ehrlich. Wenn sie ein bisschen Stolz hat, dann macht sie es nicht. Aber das hat sie nicht. Also brauchen wir gar nicht drüber zu reden, oder? Naja, egal. Komm trotzdem mit. Oh! Oh, sorry. Boah, das war Elif, nicht Alter. Extra. Mhm, war nicht extra. So unnötig. Okay. Oh, du spinnst doch, Alter. Ja, Paula, komm, hier. Nimm ein Tuch. Ich verstehe ja, dass Elif verletzt ist. Aber musste das wirklich sein mit dem Energy Drink? Ich meine... Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Will sie mich jetzt die ganze Zeit provozieren und dumm anmachen? Warum können wir uns nicht einfach aus dem Weg gehen, so gut es geht? Das klingt vielleicht fies, aber selbst wenn Dennis nichts von mir wollen würde, an Elif hat er kein Interesse, das weiß ich. Also wird es ihr gar nichts bringen, wenn ich mich von ihm fernhalte. Was hast du da gemacht? Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. Mich kotzt Paula einfach nur noch an. Wie sie mit Dennis in der Schule rumgeflirtet hat. Einfach ekelhaft. Sie macht das bestimmt mit Absicht. Sie hat nämlich gesehen, dass Emma und ich in der Nähe waren. Und sie versucht es mir immer unter die Nase zu reiben, wie glücklich sie doch mit Dennis ist. Einfach gemein. Hallo, Baba. Hallo, Cousin. Pass auf dich. Du musst dich von Timons Party einfach fernhalten. Ich brauche Ablenkung und ich muss einfach fern von dir bleiben. Okay? Sag mal, spinnst du komplett? Du kannst doch nicht bestimmen, was ich mache und was nicht. Du bist so eine egoistische Schlange, ehrlich. Du bist so eine blöde Kuh. Warum bleibst du nicht einfach fern? Was hältst du davon? Ey, bitte. Ey, was ist das für ein Ton hier, ey? Was macht ihr denn? Ey, ihr habt euch doch zwischenzeitlich mal gut verstanden und wart auf einem guten Weg. Ey, warum fängt ihr jetzt wieder an? Wegen einem Typen? Wegen einem Typen, Baba? Ja. Es ist Dennis. Sie weiß, wie lange ich schon auf ihn stehe. Und warum macht sie das? Wir hatten einen Pakt, Paula. Das hat sie einfach vergessen. Ich weiß nicht, wie ist es. Baba, du bist doch derjenige, der sagt, Familie steht über alles. Wow, Baba.
Stimmt. Ja, nein, ihr ist es nämlich nicht wichtig. Ja, und genauso wenig dir. Denn mir geht's scheiße. Ich leide den ganzen Tag. Ich sehe Paula, wie sie mit Dennis rummacht. Und was? Euch ist es allen egal. Das stimmt doch nicht. Doch! Das. Nein, das ist es nicht. Also, ey, du hast recht, aber wir sollen doch. Nein, lass mich in Ruhe. Können wir jetzt die ganze Zeit ganz so weitermachen? Paula darf machen, was sie will. Und ich muss alles akzeptieren und es allen recht machen. Ich bin's einfach leid. Ich will in Ruhe gelassen werden. Ich verstehe nicht, warum versteht sie's nicht? Ich möchte sie einfach nicht mehr sehen. Sie ist so egoistisch. Ich wusste nicht, was ich da noch sagen sollte. Ja, Paula hat Fehler gemacht und hat sich nicht richtig verhalten. Es war halt alles noch so frisch und Elif war verletzt. Aber dennoch durfte sie so mit Paula nicht umgehen. Darf ich reinkommen? Ja, klar. Elif, ich weiß, wie sich Liebeskummer anfühlt. Das ist ganz schrecklich. Ich kann dir aber eins sagen, dass das wieder vorbeigehen wird. Du wirst ihn wieder vergessen. Auch wenn du das jetzt vielleicht nicht glauben möchtest. Es fühlt sich einfach komplett beschissen an. Ich denke die ganze Zeit dran. Wie konnte Paula mir das nur antun? Ich meine, sie weiß, wie sehr ich auf Dennis stehe und wie lange ich schon auf ihn stehe. Und dann macht sie auch noch die ganze Zeit mit ihm rum. Das ist so ekelhaft. Ich meine, ich dachte, Familie steht über alles. Und sie, das interessiert sie einfach nicht. Sie fällt mir komplett in den Rücken und hintergeht mich. Ja, du. Sie hat das ja nicht mit Absicht gemacht. Manchmal verliebt man sich und man kann das einfach nicht steuern. Man schon weiß nicht, klar. Wo die Liebe hinfällt. Blut ist dicker als Wasser. Alles klar. Elif, bitte. Ich. Lass stecken. Ich will doch keine Partei ergreifen. Nina, ich habe auch nichts gegen dich. Alles gut. Aber das, was Paula abgezogen hat, das geht für mich gar nicht klar. Ich kann deine Wut verstehen, aber wie gesagt, ich möchte einfach, dass wir eine Lösung dafür finden. Was Paula mir angetan hat, das kann ich ihr einfach nicht verzeihen. Ich habe ihr einfach vertraut und ich hätte ihr niemals sowas angetan. Ich wäre ihr nicht in den Rücken gefallen. Ich meine, Familie geht doch über alles und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir uns in letzter Zeit besser verstehen und dass wir so richtig zu einer Familie zusammengewachsen sind. Naja, ich habe mich anscheinend geirrt. Sie bleibt und ist eine Schlange. Ich würde Elif so gerne helfen. Ich weiß, dass gerade Liebeskummer im Teenageralter echt furchtbar ist. Ja, man denkt, das ganze Leben ist vorbei, dass man nie wieder glücklich werden würde. Ja, und dann ist natürlich auch noch schlimm, dass gerade die Halbschwester sich in den gleichen Typen verliebt. Aber ich bin mir sicher, da wird irgendwann ein ganz toller anderer Typ für sie kommen. Aber die Frage ist, wie können Kenan und ich ihr das klar machen, dass Dennis irgendwann Schnee von gestern ist? Du siehst heute aber wieder echt super gut aus. Ne? Dankeschön. Cool. Endlich bei der Party. Ich hab's nicht gedacht. Wegen Elif, aber sie guckt mich die ganze Zeit echt böse an. Siehst du das? Egal. Keine Ahnung, warum ich überhaupt mitgekommen bin auf die Party. Ich wollte mir einfach nichts von Elif verbieten lassen. Wenn ich mir von ihr vorschreiben lasse, was ich tun darf und was nicht, dann darf ich bald gar nichts mehr. Aber wirklich entspannen konnte ich mich auch nicht auf der Party. Vor allem, weil ich gemerkt habe, wie sie mich mit ihren Blicken nahezu erdolcht hat. Simon, hi. Dankeschön. Guckst du die ganze Zeit, wie sie den nur haben? Guck dir das an, sie macht das extra. Sie wird mir unter die Nase rein. Natürlich macht sie das. Sie hat es auch in der Schule gemacht. Schau, konzentrier dich auf ihn. Es geht nicht, sie guckt mich wirklich so böse an die ganze Zeit. Elif, ja. Das ist mir gerade schon aufgefallen, dein Outfit sieht heute echt mega aus. Danke. Hast du vielleicht Lust, mit mir ein bisschen zu tanzen? Klar! Nein. Das ist super lieb von dir. Ich tanze nur nicht so gerne, deswegen ein anderes Mal, ja? Du tanzt nicht so gerne? Ich tanze nicht gerne, immer. Willst du mich verarschen? Guck mal, wie süß der ist. Nein, ist er nicht. Es ist nicht Dennis, also ist er nicht süß. Ey, T,
Timon meint das ganz bestimmt ernst mit dir. Der verarscht dich nicht. Aber ich liebe Dennis. Was interessiert mich Timon? Und was findest du so toll an Dennis? Alles. Alles. Auch seine Nase? Mhm. Ich glaube auch. Mhm. Emma, du, ich gehe auf Toilette, ja? Wir reden gleich. Dann gehe ich uns aber mal was anderes zu tun. Ja, mach das. Viel Spaß. Ja. Und ist bald schon vorbei? Ich wusste, ich musste mir das mit den beiden nicht weitergeben. Aber ich war einfach viel zu neugierig. Ich musste wissen, was da noch abgeht. Oh, ich weiß nicht, was, wenn jemand hier reinkommt oder reinguckt. Da ist das Fenster. Na und? Wie ja und? Mach die Gardine zu. Okay. Dann mach du die Tür zu. Echt so angetrunken. Ist das echt nicht, was wir machen? Ich habe auch was getrunken, aber jetzt haben wir Zeit für uns, wir haben Spaß. Hey, da ist es also. Was hast du vor? Gefällt mir, oder was? Ja, damit habe ich aber jetzt nicht gerechnet. Dachte ich mir. Hat mich richtig viel Überwindung gekostet, mir das anzusehen. Und ich wollte eigentlich nur weg. Ich war total verletzt, aber dann wurde ich plötzlich wütend und ich kam auf eine Idee. Emma! Ich muss kurz mit dir reden. Hi. Jetzt? Ja, jetzt. Das ist wichtig, glaub mir. Wo warst du so lange? Ich habe dein eigenes Getränk hier schon leer getrunken. Ich weiß, sei nicht sauer auf mich, aber ich war erst auf Klo. Aber warum ich wirklich so viel Zeit gebraucht habe, ist das. Pass auf, das lohnt sich. Nee. War das gerade? Geil, oder? Sie ist doch nicht so heilig. Ich hab's doch gesagt. Die hat sich aber komplett blamiert. Ich weiß. Aber jetzt hast du endlich was gegen sie in der Hand. I know. Und was ist jetzt dein Plan? Dass wir das direkt posten, verschicken? Gute Idee. Why not? Können wir machen. Pass auf, also, an wie sollen wir das denn verschicken? Hier auf jeden Fall. Und hier auch. Und ey, die hat sich ja richtig blamiert. Das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich fein, sieht nicht mal gut aus. Wir lassen es einfach. Ich meine, ich bin zwar sauer auf sie und wirklich sehr, aber das verdient sie nicht. Was ist jetzt mit dir los? Nichts, ich bin einfach... Ich habe doch schon was gegen sie in der Hand, das reicht doch, oder? Nach allem, was war... Ja, nach all dem, was war... Meine Wut auf Paula war zwar groß, aber nicht so groß, dass ich so eine Aktion starten konnte. Ich meine, sie hat mir letztens noch geholfen und es wäre einfach unfair gewesen, das Video zu verbreiten. Aber falls sie mir nochmal in die Quere kommt, kann ich für nichts garantieren. Wer will schon seine kleine Schwester mit dem besten Freund beim Akt zusehen? Darauf habe ich gar keinen Bock. Zudem denke ich als großer Bruder, dass eure scheiß Beziehung so oder so nicht funktioniert. Deswegen geh mir nicht auf den Sack. Weißt du was? Ich glaube, ich kann die Party auch einfach absagen und verbringe einfach lieber den Tag lieber mit dir und Toni. Ey, Michelle verzichtet für Toni und mich auf eine Party, auf der es alles umsonst gibt. Diese Frau ist einfach mega. Meine Mitbewohnerin Michelle und ich, wir kommen gerade von einer mega geilen Party. Warum lügt mich Michelle an? Sie steht schon so lange auf dich.
irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich ein bisschen Mitleid mit ihr. Als ich gehört habe, dass sie mich vor Dennis ins Lächerliche zieht und so tut, als wäre ich die bemitleidenswerte Irre, das hat mich so aufgeregt. Paula muss jetzt dafür büßen. Ganz ehrlich, ich bin durch mit dem ganzen Scheiß. Paula, es tut mir leid, glauben, ich würde dir gerne glauben, Paula, aber es spricht einfach alles gegen dich.